Freunde, die Party geht weiter. Resident Evil 7 mit dem Theo da. Der Theo hat große Lust, merkt ihr? So, Freunde, wir haben jede Menge Munition gefunden. Chemikalien, womit wir Munition als auch Energie, also Heilung gemacht haben. Wir haben uns schon soweit vorbereitet und wir haben so das dumme Gefühl, dass wir jetzt gleich gegen Lukas hieß der, ne? Jo. Dass wir jetzt gleich gegen Lukas kämpfen müssen. Yo. Bosskampf, Freunde. Und Yo. Ja, der Micha freut sich schon. Ich hasse sowas, ey. Ich werd da panisch. Wo war nochmal heilen hier? R1, ja, ja, ne? Genau. Und L1 ist Block, ne? Ich werd da so panisch. Ich verballer wieder alles. Ich versau nur wieder alles. Ich muss mal ein Ohr hier frei machen. Oh. Mia. Ich würde jetzt erst zu Zoe gehen. So. Ja, ne? Hatte ich jetzt auch so instinktiv drin. Geh mal erstmal nach rechts gucken. Zoe? Zoe, ich... Nicht jetzt. Wir haben keine Zeit. Wozu? Hast du beide Materialien? Nicht bei. hat der Depp unten gelassen. Nimm mal die Pillen. Nimm mal die Pillen erstmal. Guck mal nach, ob hier irgendwo was liegt. Natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen, ne? Ja. Ja, wir haben ja viel gekriegt gerade. Ist ja jetzt nicht so, dass wir uns jetzt hier waffenlos in den Kampf schicken. Aber ich mag trotzdem nicht mehr. Ich hätte auf leicht gestellt, mein Freund. Ja, sag ich dir jetzt nochmal so, wie es ist. Ach, jetzt stell dich doch nicht so. Wo ist der? Ich hab die Alte doch dir auch, die Mark wird doch auch weggepfeffert. Ja, du bist auch ein Pro-Gamer. Ich bin Amateur, ey. Die Alte doch auch weggepfeffert. Ich bin Amateur. Ja, ich verdiene mein Geld mit der Erziehung von kleinen, süßen Welpies und nicht hier mit sowas hier. Ich hab meine Schule besser aufgepasst, ey. So. Wir beiden Pro-Gamer hier, ey. Ja, jetzt kriegen wir auf den Arsch. Beeil dich, gib mir die Materialien fürs Serum. In der Hand oder was? Ja, das sollte genug sein. Wenn wir es schon genug herstellen. Mein Vater und Lukas sind nicht weit weg. Mein Vater? Mein Vater? Daddy kommt! Gut, wir haben genug für Zeit. Daddy kommt? Wer ist Daddy? Wer ist Daddy? Ja, Mr. Baker natürlich. Nein. Geh mal zu mir. Wenn wir das Serum hergestellt haben, was dann? Draußen ist ein Boot. Damit fahren wir durch den Sumpf. Aber einer von uns beiden wird ohne Serum mutig, die Hand da so. Ich hab gar nichts gemacht. Nicht du. Alter, die sieht aus wie meine Ex-Freundin. Echt? Ne? Das wollte ich schon mal am Anfang mal gesagt haben. Das Serum nehmen. Ich darf leider kein Bild von ihr ranmachen, sonst würdet ihr könnt davon ihr ist meins. Sehen. Gar nichts ist für dich. What? Führt deinen Arsch zurück ins Haus. Und dich kümmere ich dich später. Das ist schlimm genug. Was, meine Tochter? Tot. Alter, what, ey? Was war mit ihm los? Da war Mr. Baker dann, oder nicht? Mutierter Jack, ja. Ziehen Sie auf die glühenden Augen. Ah, was? Ich treffe das nur nicht. Aber vielleicht reicht da auch die Pistole. Oder soll ich den Flammenwerfer nehmen? Da wollte ich nicht so akribisch genau sein. Boah, wie gut er das hier anfängt. Weißt du, wo der Flammenwerfer ist? Rechts, glaube ich. Rechts oder unten. Deinen Arsch zurück ins Haus! Auf dich kümmere ich dich später! Ich dachte, der Jack wäre weg. Das geht schon. Jack wäre weg. Ich dachte, Jack ist weg. Pass auf, der knallt hier sofort an. Renn erstmal weg. Du kannst nicht laufen. Nein, ich stehe an der Wand. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Ich kann ja nichts machen. Ja, dann knall ihm erstmal direkt ins Gesicht. Ja. Weil bleibt ja nichts anderes. Ich sag ja, wie eine lange halbe Stunde, Freunde der Nacht. Bereue schon, dass ich jetzt dran bin. Wer du? Nervengriff kann. Ich würde ihn jetzt schon gerne kaputt machen, muss ich sagen. Bin schon ein bisschen geil jetzt drauf.
Echt? Ja, voll, ey. Darfst du gleich wieder sagen, ich pack dir nicht gerne das Pack, ey. Kannst du gerne umquatschen. Sorry! Flipp deinen Arsch zurück ins Haus! Ich will dir richtig die Augen ausstechen. Und dich kümmere ich dich später! Ach, Alter, was ist aus dem geworden? Das gibt's doch gar nicht. Das ist... Das ist... Das ein dämlicher Idiot, ne? Was wirst du dich gegen meine Weide, Fleisch und Blut? Das nervt langsam, Jack. Schön, ja. 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 Nein. Wirst du nicht bekommen? Deine Alte da, ja. Du hast dich doch... Der labert, der Typ, ne? Schön. So jetzt kannst du laufen? Ja, laufen würde ich wahrscheinlich vorher auch schon. Oh, das Auge war aber frei, ey. Du hättest nicht herkommen sollen, Junge. Schön. Ja. Der sieht nichts mehr. Jetzt wird er böse. Musst du alle Augen wegwichsen? Armes Ding. Worauf wartest du denn? Ich ziehe. Hunger! Das Maul! Du wirst mit deinem eigenen Blut ersticken, Erich! Was mach ich? Wenn ich fertig bin, ja, ist egal. Das nützt mir! Schön! Ja! Nein! Warum hat der jetzt so schnell mitgekriegt? Wo ist der? Schön. Ja, schön. Ja. Du kannst jetzt bei deiner Margaret gleich hinkommen, Alter. Wir machen dich jetzt weg hier. Schön. Ich hab nur noch kaum Munition. Ja, oh, ich weiß. Da vorne ist eine Kiste. Ah, ist egal. Auch gut. Schön, 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 schön. Ja, ja. Ja. Ja! Ja!
Da unten am Bein. Schön. Bauch auf. Den Aul leer. Ach du Scheiße. Granatenwerfer. Und da mit dem Dings da hinten. Und dort haben wir es halt drin. Ja, irgendwas muss halt, ja, das stimmt. Alle. Alter! Viel falsch gemacht am Anfang? Nein. Habe ich viele verballert? Ich habe dann, weiß ich nicht, also vielleicht mit der Flinte hast du den einen oder anderen weggeschossen, also ich weiß nicht, ob Dingen sehr viel bringt, der Flammenwerfer, da kann ich nicht sagen. Dann soll ich mal mit dem Flammenwerfer anfangen. Versuch erstmal, genau, mal erstmal aufs Gesicht. Damit es erstmal noch kann. Da liegt er. Ja, ja. Was machst du dich gegen mich? Meine Beine, Fleisch und Blut! Das nervt langsam, Jack! Bringt gar nichts. Oder? Doch. Man sieht es nur nicht. Alle? Pass auf. Fuck, ey. Du bist so klein. Wie dein Spielzeug. Näher. Das ist ein besonderes Auto. Nee, oder? Meinst du? Ist auch klar. Du wirst hier nicht entkommen. Schön. Oh nein! Falsche Taste, ey. Du wirst von deinem eigenen Blut erschreckt mit ihr! Nein! Scheiße! Ah, nein! Schön! Jetzt brennt er da hinten. Viel ist... Der hat doch alle Rechten. Kiste und Munition für Flinte. War sogar extrem viel Muni, egal. Jetzt ist er drin. Viele Augen hat der nämlich nicht mehr. Fix ihm gleich erstmal das Gesicht weg. Nein.
war's. Ich dachte, das wäre ein kaputtes Auge, Alter. Hinten hat er auch noch. Scheiße. Ja, hinten noch. Halt still! Nochmal! Nochmal, nochmal, komm! Ja! Einmal noch. Das ist nicht mehr viel. Du wirst ja wünschen. Da hat er auch noch ein Auge. Noch unten, ne? Wow. Kein Heiltrink, ja. Scheiße, Mann, wo ist das Auge? Muss hoch, da muss er. Ich glaube, das ist unter dem Schwanz. Da ist es. Ja. Komm schon. Schön. Pass auf. Ja. Alter, haben die einen eine Schüssel oder was? So hoch. Ich sag lieber nichts. Kann ich hoch. Der ist Ende. Der ist kaputt. Nein! Schieß! Alles wird da hast, ist egal, schieß! Nimm die andere, du hast keine Muni mehr, nimm die Pistole mit. Ja, gut. Jetzt habe ich alles gesehen. Alter Schwede, ey. Boah, Alter, jetzt ging mir aber richtig der Arsch auf Grundeis, mein Freund. Da ist die Mia, hast du gesehen? Nee, das war die Zoe, oder? Ich weiß. Alter. Ethan, hier lang. Ja. Nein, nein, nein. Nutz das Serum an ihm. Du willst, dass ich ihn heile? Das fühlt sich an. Total. Geht's dir gut? Ja. Tixel noch ganz sauber? Auf uns. Geht's dir gut? Du fragst, geht's dir gut? Ich sitze hier wie so ein Honkwill. Alter Verwalter, ey. Mr. Baker. Baker Man. Alter Schwede, ey. Alter Schwede. Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Und jetzt dürfen wir entscheiden, ne? Na, das ist jetzt nicht dein Ernst. Wir dürfen jetzt entscheiden? Ach du Scheiße. Ach du
Ach du. Kacke, nee, ey. Was? Nein. Kannst du irgendwo abspeichern eben? Nee, kann nur nicht. Ach du Scheiße. Alter, sind die Link, oder? Dann gibt es ja zwei Enden. Da musst du den nochmal umhauen. Ja, was machen wir jetzt, ey? Ich würde sagen, wir machen sowieso beide Enden. Ja. Aber wir können jetzt euch auch nicht abstimmen lassen, weil wir nehmen ja sofort weiter auf. Ist egal, du entscheidest, du hast den jetzt gerade weggemacht, beim anderen Ende wichse ich den weg und dann nehme ich dann die andere. Du entscheidest das jetzt. Also wenn du meine Meinung hören willst, ne? Mhm. Ich bin ja sehr nachtragend und die Alte hat uns ja die Hand abgesäbelt, weißt du, was ich meine? Hast du recht. Und sie hat uns geholfen, hier rauszukommen aus der Kacke. Aber das Schlimme ist, wenn wir sie jetzt, Alter, boah, du Scheiße, was ist hier los? Guck mal, die ist ganz locker. Nein! Tut mir leid. Wirklich. Aber Zoe kann uns beide in Sicherheit führen. Und dann komme ich zu dir zurück. Geh! Ich will es nicht hören. Geht schon, ihr beiden! Ja. Geh! Ganz schön krass, ey. Ganz schön. Mach dich nicht lächerlich. Mann. Du vergisst. Ich habe noch einen Job zu erledigen. Man fühlt da richtig mit, so weißt du, wie ich meine? Ja. So wie bei The Last of Us damals. Ja. Man fühlt richtig mit. Ich hab jetzt die springt jetzt rein. Ich habe jetzt gedacht, die spuckt noch auf die oder so. Alter Schwede. Alter Schwede. Ich schick Hilfe. Das war's? Nein, oder? Ich glaube nicht. Das glaube ich nicht. Erzähl doch mal ein bisschen. Danke. Ich kann nicht glauben, dass du mich gewählt hast. Mir nützt in ihrem Zustand niemandem. Aber wir kommen hier vielleicht in einem Stück raus. Hast wohl recht. Ich will wissen, was hier vor sich geht. Angefangen mit Mia. Mia kam mit Evelyn her. Wo hat es angefangen? Evelyn. Das Mädchen. Ich wusste, dass Mia etwas verbirgt. Dort. Das ist das Boot, mit dem Mia und Evelyn herkamen. Oh, was zum... Damit sind sie gekommen? Gehen wir nachschauen. Ich gehe nicht dahin zurück. Ich muss wissen, was Mia hier gemacht hat. Was zur Hölle war das? Das war sie. Evelyn will nicht, dass wir gehen. Nein! Nein! Evie! Bitte! Zoe? Evie! Zoe? Zoe! Was zum Teufel? Mami, hier lang. Sind wir jetzt Zoe oder sind wir... Wir sind Mia. Oder? Das sah nach Mia, aus. Ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich ist das Zoe. Wie? Oder? Wüsste ich jetzt echt gerne, ob das jetzt ein, aber da muss ja Zoe sein. Ich hab das schlecht im Spiegel Dingens gesehen. Ja, die müsste Zoe sein, ne? Ja. Hier irgendwo runter?
Ethan? Ethan! Ah! Ethan! Ethan! Was haben wir denn, oder was haben wir nicht, ne? Was ist das denn? Seltsame Flasche, eine seltsame Flasche, die sie in ihrer Tasche fanden, als sie im Baker-Anwesen aufwachten. Scheint wichtig zu sein. Es steht jetzt hier auch nirgendwo, ne? Der Name oder ja, was? Du bist Zoe. Ich glaub schon, du bist schon Zoe. Ja. Das andere würde ja überhaupt keinen Sinn machen. Was war jetzt Ethan, finden wir das Problem, ne? Du musst in das Schiff rein. Ist das krass. Das ist richtig, richtig krass. Wo geht das denn hier lang, ey? Ich sehe gar nichts. Ach, da. Ich muss anders rum. So. Da muss ich rein. Nein. Nee, stimmt. Da muss ich lang. Links. Links? Ja, da hoch. Okay, hier. Hast recht. So, alte Geisterschiffe sind auch mal gern genommen, ne? Jo. Alter, mit dem Schiff sind die beiden gekommen. Ist das deren Ernst? Er war doch auch irgendwie auf der Zeichnung von der Kleen. Da war doch so ein zerbrochenes Schiff. Wahrscheinlich ist hier irgendwas ausgebrochen. War ja auch das Video, das erste, was die geschickt hatte. Ja, stimmt. War ja auch irgendwie auf dem Schiff. Keine Waffe und nix, ne? Ne. Läuft bei uns. Ja, mich beruhigt ein bisschen, dass wir jetzt halt auch nicht die Möglichkeit hätten, eine Waffe zu haben. Schlechter wäre es, wenn wir eine Waffe hätten und keine Munition, weißt du? So denke ich mir immer. Und wo komme ich denn jetzt? Da hoch muss ich jetzt. Also, erster. Keine Orientierung. Jetzt habe ich gerade keine Orientierung. Ja, alles gut. Ja, ist nichts. Muss ja erstmal da hoch, ganz genau. Warten wir jetzt eine Taschenlampe her. Ja, hatte ich schon auf einmal die ganze Zeit. Ist da rein und dann war die Taschenlampe am Start. Okay, eine Erinnerung, würde ich sagen. Alter Schwede. Aber eine Erinnerung? Ja, was irgendwie. Was war das? Da war ja gerade so ein. War ja alles wieder okay. Da muss das ja die Evelyn sein, die diese Erinnerungen herbeiruft, ne? Alter, da war ich die ganze Zeit auch schon überlegt, ob ich das nicht einmal mache, Alter. Da war ich auch schon die ganze Zeit einmal am Überlegen, machst du das einmal oder machst du lieber nicht? Bei dem Baker jetzt das machen können, da wäre ich hier, glaube ich, gestorben, ey. Bei dem Kampf, ey. Hoffentlich die Facecap kaputt. Mein Gesicht, ey. Meine Pupillen sind bestimmt so erweitert worden, du. Freunde der Nacht, was wird uns am Ende dieser Treppe erwarten? Was glaubt ihr? Wird dort Ethan auf uns warten? Oder vielleicht sogar Mia, die sich in einen Zombie verwandelt hat? Zombie? Wir werden es sehen in der nächsten Folge Resident Evil mit dem Whitey. Und dem Theodor.